CDU-Fraktion, Fleischloser Tag der Erde. Wird hierzu das Wort gewünscht? Herr Kaufmann. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch Herr Vorsitzender, Frau Steherin. Seit fast 30 Jahren gibt es das Umwelt- und Kulturfest des Tages der Erde in Kassel. Jedes Jahr an einem anderen Standort, in einem anderen Stadtteil. Und die letzten 10 oder 15 Jahre, solange wie ich diese Veranstaltung jährlich besucht habe, immer ein Erfolg. Ein vielfältiges Angebot an Informationen, an Produkten, an Dienstleistungen und an Speisen. Herr Völler, wenn Sie reden wollen, melden Sie sich, können Sie gerne nach oben kommen, aber ich glaube, Kollege Decker wird Ihnen das abnehmen. In diesem Jahr soll nun, was uns in Wolfsanger sehr gefreut hat, der Tag der Erde in unserem Stadtteil stattfinden. Die Freude ist aber inzwischen mächtig getrübt, denn es wurde uns eröffnet von dem veranstaltenden Verein und der die Organisation unterstützenden Vertreterin des Umwelt- und Gartenamtes der Stadt Kassel, insofern ist die Stadt Kassel natürlich auch ein Stück weit mit im Boot, dass es in diesem Jahr keine Bratwurst geben soll, nur vegetarisch und vegane Speisen. Auf die Frage, warum, wurde das zunächst begründet mit der Tatsache, man habe nicht genügend Platz auf der Wolfsanger Straße, reicht die Fläche nicht aus. Meine Damen und Herren, wir haben nicht nur in Wolfsanger die Wolfsanger Straße, wir haben angrenzende Straßen und wir haben einen von der Stadt hergerichteten, der Stadt gehörenden Festplatz in unserem Stadtteil, auf den wir sehr stolz sind. Von dem ist überhaupt keine Rede, nein, das geht ja nicht. Und die letzte Ortsbeiratssitzung, an der noch einmal diskutiert wurde, war eigentlich nur von einem geprägt. Reine Ideologie, nichts anderes. Und als jemand, der hier in Nordhessen geboren, groß geworden, aufgewachsen ist und der hier lebt und der hier gerne lebt, kann ich nur sagen, zu einem Kulturfest und als solches firmiert hier auch dieser Tag der Erde. Gucken Sie nach, Herr Mijatovic, steht auf der offiziellen Homepage Umwelt- und Kulturfest, auch für das Jahr. Umwelt und Kultur, geht doch. Ja, geht doch, steht aber Kulturfest. Soll es nun keine Bratwurst geben? Meine Damen und Herren, man kann das den Bürgerinnen und Bürgern in dieser Stadt, in dieser Region, nicht einfach vorschreiben, was sie bei einer solchen Veranstaltung essen oder nicht essen. Das muss jeder für sich selbst frei entscheiden. Stellen Sie sich mal vor, ein Zissel oder eine Waldauer Entenkirmes oder die Wehleiter Kirmes ohne Bratwurst. Unvorstellbar. Unvorstellbar. Meine Damen und Herren, wir haben überhaupt nichts dagegen, wenn vegane, vegetarische oder sonst was für Speisen angeboten werden, aber wir haben etwas dagegen, wenn den Menschen Vorschriften gemacht wird, was sie nicht essen sollen. Deswegen unser Antrag, denn für uns gehören unsere kulinarischen Spezialitäten hier aus Nordhessen und aus Kassel einfach zur Kultur dazu. Gutes Essen ist auch Kultur. Und wer das den Menschen verbieten will, der liegt falsch. Dessen Ideologie ist falsch, dessen Auffassung ist falsch und das wird von den Menschen nicht honoriert, nicht anerkannt. Das, was ich in den letzten Tagen erlebt habe, hätte ich mir in fast 40 Jahren kommunalpolitischer Tätigkeit nicht geträumt. Wegen eines solchen Themas bundesweit von Medien angerufen zu werden. Das vereint, bitte, beweisen Sie das mal, Herr Mijatovic, das ist schlicht die Unwahrheit. Dass aber städtische Gremien und Einrichtungen inzwischen die Teilnahme an diesem Tag der Erde abgesagt haben, sollte Sie vielleicht ein wenig mehr interessieren. Der Seniorenbeirat hat mehrheitlich beschlossen, deswegen nicht am Tag der Umwelt teilzunehmen, am Tag der Erde. Und auch die Freiwillige Feuerwehr in Kassel-Wolfsanger hat vorgestern auf ihrer Mitgliederversammlung deutlich erklärt, wir werden nicht teilnehmen.
Meine Damen und Herren, uns geht es schlicht und ergreifend um die freie Entscheidung, was ein Bürger in der Öffentlichkeit essen kann und was nicht. Wir wollen nicht, dass ihm dort Vorschriften gemacht werden. Deswegen unser Antrag und wir wollen ein klares Bekenntnis zu unserer Region und zu unseren nordhessischen Spezialitäten. Nichts anderes. Es mag Biofleisch angeboten werden, haben wir überhaupt kein Problem damit. Aus artgerechter Tierhaltung, alles in Ordnung. Aber kategorisch so etwas abzulehnen, kann es nicht sein. Deswegen unser Antrag, ich komme zum Ende, Frau Vorsteherin. Deswegen unser Antrag und die Aufforderung an den Veranstalter, seine bisherige Meinung nochmal zu überdenken und vielleicht noch ist Zeit dazu, die Sache noch einmal umzudrehen. Vielen Dank. Herr Decker. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Genossen und Genossinnen, wie Ihnen sicherlich bekannt ist, bin ich nicht nur der wurstpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion in Hessen, sondern auch der allewurstpolitische Sprecher der SPD-Fraktion in unserer schönen Stadt Kassel. Wir von der SPD haben uns heute erstmal mit einer ordentlichen Wurst gestärkt und ich muss Ihnen sagen, diese hat uns wirklich wunderbar gemundet. Natürlich werden wir versuchen, das Ganze in den Wahlkampf reinzuziehen. Aber eigentlich sollte man sich die Bratwurst nicht nur schmecken lassen. Denn nicht die Stadt Kassel ist Veranstalter des Tages der Erde, sondern das Umwelthaus Kassel, somit haben wir leider sehr wenig Möglichkeiten hier Einfluss zu nehmen, obwohl die Stadt Kassel für den Tag der Erde dem Umwelthaus hier für öffentlichen Raum zur Verfügung stellt. Nach dem 30-jährigen Krieg gab es den Westfälischen Frieden, wir schaffen es auch, den Kasseler Wurstkrieg zu beenden. Kurzum, wir schaffen das. Die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist über eine gemeinsame Resolution der Stadtverordnetenversammlung abzustimmen und hier kommt der Antrag der CDU-Fraktion ins Spiel, der hier durch mich zur Verlesung kommt. Fleischloser Tag der Erde. Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen. Die Stadtverordnetenversammlung Kassel bekennt sich zur heimatlichen Region Nordhessen, zu ihrer Geschichte, Kultur und zu den kulinarischen Spezialitäten. Ahlewurst, Weckewerk und Bratwurst gehören zu Kassel ebenso wie der Herkules und die Fulda. Die Stadtverordnetenversammlung kann die Entscheidung der Veranstalter des diesjährigen Tages der Erde als dem Umwelt- und Kulturfest Kassels in diesem Jahr diese einzigartigen Spezialitäten nicht anzubieten, nicht nachvollziehen und missbilligt sie. Sie fordert die Verantwortlichen auf, diese Entscheidung zu revidieren. Neben vegetarischen und veganen Produkten muss es auch die bekannten Fleischprodukte im Angebot geben. Jeder Besucher des Festes muss die Möglichkeit haben, frei und selbst zu entscheiden, was er isst. Wir haben uns in unserer Fraktion mit dem Antrag beschäftigt. Damit wir dem Antrag zustimmen können, haben wir noch einige Änderungen vorgenommen, die Sie vorliegen haben. Nur wenn die CDU-Fraktion diese Änderung zustimmt, wären wir dann auch bereit, diesen dann geänderten Antrag unsere Zustimmung geben. Ahlewurst, Weckewerk und Bratwurst gehören zu Kassel ebenso wie der Herkules und die Fulda.
Sehr geehrte Frau Stadtverordnete, sehr geehrte Damen und Herren. Also, die CDU scheint ja wirklich beschlossen zu haben, diesen Oberbürgermeister-Wahlkampf mit viel Klamauk zu betreiben. Also, wir hatten diese elende Weihnachtsdebatte. Jetzt haben wir die Debatte über die Bratwurst am Tag der Erde. Und wenn das die Logik ist, die auch der Weihnachtsdebatte zugrunde lag, dann warte ich jetzt noch auf den Änderungsantrag der AfD. Aber dass ernstzunehmende Fraktionen und Stadtverordnete hier zu diesem Antrag noch ernsthaft jetzt Änderungsanträge formulieren, das finde ich ein bisschen schräg. Also vor allem mit was für hohen Tönen hier der Protest intoniert wird. Ne? Also da heißt es dann in dem, was heute nicht als Anfrage dann tatsächlich in der Fragestunde beantwortet werden musste, die grundgesetzlich garantierten Freiheits- und Bürgerrechte der Bürgerinnen und Bürger, dass sie bitte schön eine Bratwurst essen dürfen. Also lassen Sie doch mal die Kirche im Dorf. Oder in dem CDU-Antrag selber heißt es dann am Schluss, jeder Besucher des Festes muss die Möglichkeit haben, frei und selbst zu entscheiden, was er isst. Richtig, richtig. Zu einem Veranstalter geht oder überlegt, zu einem Veranstalter zu gehen, das auch bleiben zu lassen, wenn es nicht das gibt, was, es, was man halt so im Angebot haben möchte. Ja, dann bleibt man halt weg. Ich will es mal ernsthafter machen. Die industrielle Fleischproduktion hat eine ganze Menge an negativen Nebenwirkungen. Sie sorgt in Deutschland und weltweit für Abholzung von Regenwäldern durch Sojaprodukte. Ach, das wollen Sie nicht hören, oder? So, sie sorgt für die Abholzung von Regenwäldern durch die Sojafuttermittel, die beigestreut werden müssen. Sie sorgt dafür, dass Export von Billigüberschüssen der EU in den Importländern des Trikont die lokale Ökonomie zerstören und so weiter und so weiter. Also das heißt, wir ernähren uns in der Tat in Europa auf eine Weise, die unser Klima zerstört und gleichzeitig Ökonomien und Ökologie des Trikont vernichtet. So, das zum Thema zu machen und dann tatsächlich mal an einem Tag bei einer Veranstaltung, noch dazu dem Tag der Erde, also einer Veranstaltung, die unser Klima, die Zukunft unseres Planeten und die Zukunft unserer ökologischen Grundlagen zum Thema hat, kein Fleisch anzubieten, ist das gute Recht der Veranstalter. Das gehört nämlich auch zu den bürgerlichen Freiheitsrechten. Also insofern würde ich ungern das gegeneinander ausspielen lassen. Wie gesagt, der Sinn des Tags der Erde ist genau das. Und die Veranstalter können meinetwegen überhaupt kein Fleisch zulassen oder Bio-Bratwurst meinetwegen. Ist mir völlig egal. So, ich kann durchaus auch mal einen Tag überleben, ohne Fleisch zu essen. Der eigentliche Skandal, und darüber müsste man sich vielleicht an anderer Stelle tatsächlich mal unterhalten, ist die Auswahl des Ortes, also genauer gesagt der Straße, die dazu führte, dass über 90 Stände nicht stattfinden konnten, weil dafür schlicht der Platz fehlt. Und wer dafür verantwortlich ist, das sollte man vielleicht tatsächlich mal bereden. Letztendlich bleibt von der Debatte für mich übrig, Autos und Wurst. Zu den Autos kommen wir später nochmal, wenn es um die Umweltzone geht. Da versteht der Nordhesse keinen Spaß. Den Eindruck könnte man zumindest bekommen. In Wirklichkeit glaube ich, dass diese Debatte, abgesehen von bestimmten Kommentarspalten der HNA und des Extra-Tipp, die Mehrzahl der Menschen in Kassel nicht interessiert. Die Mehrzahl der Menschen in Kassel und Umgebung möchte, glaube ich, eher über die wirklich dringenderen Themen diskutieren, die vielleicht auch wir hier wieder stärker im Mittelpunkt stehen sollten. Die Frage, wie wir bezahlbaren Wohnraum schaffen können, wie wir gegen prekäre Beschäftigung und Überausbeutungsverhältnisse auf dem Arbeitsmarkt antreten, die Frage nach der Zukunft des ÖPNV und die Frage, wie die Inklusion Menschen und vernünftig gestaltet werden kann. Das ist doch die entscheidende Frage. Also, Sie können ja gerne über die Bratwurst diskutieren, aber bitte nicht unbedingt in dem Stadtparlament, in dem wir über die wirklich dringenden Fragen reden wollen. Danke.
Sehr geehrte Frau Vorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Decker hat es bereits gesagt, das Umwelthaus ist frei in seinen Entscheidungen, das ist der Veranstalter, das so mal zur Einführung und das sollte auch so bleiben. Und wir greifen ja als Stadtparlament auch nicht in die Musikauswahl bei bestimmten Veranstaltungen ein, auch wenn diese vielleicht nicht so dringend bei diesen Themen sachlich zu bleiben. Also wenn ich es persönlich hätte entscheiden können, ich hätte pragmatische Dinge berücksichtigt, also wer häufig auf dem Tag der Erde ist, der weiß, es gibt vor den ganzen Essständen, was auch immer da angeboten wird, immer irre lange Schlangen, es ist sowieso schwierig, was zu essen zu bekommen. Deshalb hätte ich, glaube ich, nicht so viel Wert darauf gelegt, dass da das Angebot reduziert wird. Das ist immer so ein Thema. Das andere ist, wer mal mit kleinen Kindern auf so einer Veranstaltung unterwegs war und ein kleines Kind versucht dazu zu bewegen, dass es eine Tofu-Wurst ist, der weiß, dass auch das schwierig sein kann. Das ist auch so ein pragmatischer Grund, wo ich denke, da könnte man vielleicht auch anders entscheiden. Aber ganz sachlich, das hat der Herr Gitschmann ja schon gesagt, gibt es natürlich auch durchaus nachvollziehbare Gründe für die Veranstalter. Und es passt insofern zu dem Anliegen des Umwelthauses auf diese Themen Klimaschutz zum Beispiel aufmerksam zu machen. Mein Fraktionsvorsitzender hat gerade gesagt, dass das Umweltministerium jetzt bei den eigenen Empfängen kein Fleisch mehr im Angebot hat. Das ist nochmal zum Nachdenken. Ich persönlich hätte, glaube ich, andere Kriterien bevorzugt. Ich finde, es gibt auf dem Tag der Erde manchmal Stände durchaus von überregionalen Firmen, zum Beispiel aus dem Energiebereich, wo man sich auch fragt, müssen Sie da unbedingt auf dieser regionalen Veranstaltung auftauchen. Ich fände, diese Aspekte regional und bio wären mir, glaube ich, wichtiger als diese Zuspitzung auf Fleisch oder nicht Fleisch. Aber wie gesagt, es ist nicht meine Entscheidung, es ist nicht unsere Entscheidung. Aber Herr Kalb, Sie halten das Thema ja offensichtlich für sehr geeignet, um es im Wahlkampf jetzt hochzukochen. Und wenn Sie damit jetzt unterwegs sind, dann zeigt mir das nur, dass Sie keine eigenen Themen haben. Und deswegen setzen Sie sich das vor. Sagen Sie uns doch mal, was Sie für gute Ernährung zum Beispiel in Kasseler Kitas und Schulen tun wollen oder was Sie für die Unterstützung regionaler Produkte tun wollen. Das würde ich mir gerne mal anhören. Und wenn diese Aufzählung hier Wurstweggewerk und Bratwurst, wenn das so entscheidend zum nordhessischen Kulturgut gehört, dann frage ich mich natürlich, warum Sie es auf Ihrem eigenen Neujahrsempfang nicht anbieten. Soweit ich mich erinnere, gab es bei uns zumindest immer alle Unterstützung. Freie Entscheidung der Bürgerinnen und Bürger, es sei freie Entscheidung zu essen, was man will und zu trinken, was man will. Warum sind Sie dann für die Alkoholverbote? Das passt ja irgendwie auch nicht. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, ist für uns aber das maßgebliche Kriterium, dass wir uns nicht in die Autonomie des Veranstalters einmischen wollen und wir werden uns deshalb enthalten. Danke. Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Kollegen in der Stadtverordnetenversammlung, sehr geehrte Zuhörer. Es geht hier gar nicht in erster Linie um die Bratwurst. Wir hatten letzte Woche zwei Fälle, die man zusammen betrachten muss. Wir hatten nämlich einerseits die Möglichkeit, dass dem Umwelthaus, einer Organisation, die offensichtlich von freier Willensbildung der Menschen wenig hält und für einen stringenten Umerziehungskurs eintritt, öffentlicher Raum zur Verfügung gestellt wird, nämlich sogar Straßen gesperrt werden, um ihnen ihre Veranstaltung zu ermöglichen. Auf der anderen Seite ist sich unser Oberbürgermeister nicht zu schade, einen privaten Messeveranstalter, der seine Räumlichkeiten selber finanziert, mit einem Boykottaufruf städtische Unternehmen unter Druck zu setzen, die erinnert an die Methoden der Volksrepublik China, wenn es um die Zielgruppe der Republik Taiwan geht. Also hier habe ich langsam das Gefühl, dass dies nur die kleinen regionalen sind, einer inzwischen in diesem Land vollzogenen, bolschewistischen, schleichenden Machtergreifung. Das ist gar nicht unerhört. Im Gegensatz zu denen, die hier heute schon thematisiert worden sind. Ich schütze auch nicht Nazi! Doch, das haben etliche in diesem Haus schon getan. Ich habe von mir gesprochen. Okay, dann das erkenne ich durchaus an. Und ich habe Sie auch nicht als Bolschewisten bezeichnet. Staat. Wenn nämlich die Freiheitsrechte der Menschen eingeschränkt werden und auf der anderen Seite Probleme aufgrund von Falschmeldungen und
zur Sicht Schutzballons aufgeblasen werden, die überhaupt nicht bestehen. Wir haben nämlich keine rechtsextreme Bedrohung in diesem Land, wie das Bundesverfassungsgericht neulich festgestellt hat, in seinem NPD-Verbotsurteilsbegründung, oder besser gesagt, im nicht erfolgten NPD-Urteilsbegründung. Auf der anderen Seite sollten wir mal kritisch hinterfragen, wer uns denn bitte schön in diesem Lande regiert. Das fängt an der allerobersten Spitze mit Frau Merkel an und deren persönliche Werdegang sollte man sogar etwas kritischer betrachten. Und das geht dann weiter mit einigen anderen Personen. Aber hier, wie gesagt, was hat das mit dem eigentlichen Antrag zu tun? Ja, es geht um das ganze Grundproblem, dass in der Spitze der Bundesrepublik Deutschland inzwischen Personen den Ton angeben, die keine demokratische Vergangenheit haben und die massiv gegen die Demokratie vorgehen. Genau dieser Anweisungen, die dort von den oberen Parteiregionen hier in die Kommunalpolitik hineinspielen. Danke. Herr Kall. Vor so einem habe ich wirklich Angst. Ja, ich auch. Der Meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrte Frau Vorsteherin, sehr geehrte Frau Koch, ich weiß ja, dass Sie gemeldet sind als Rednerin bei der Närrischen Staffel. Ich hatte eben das Gefühl, Sie haben Ihre Kündenrede hier schon gehalten. Ich kann nicht sagen, Sie waren wirklich schlecht. Lieber Herr Kretschmann, ich gebe Ihnen recht. Es gibt in der Tat in dieser Stadt wichtigere Dinge, über die wir reden müssen, als über die Frage, Wurst oder nicht Wurst. Aber darum geht es bei dieser Diskussion gar nicht. Es geht nicht darum, ob jemand eine Wurst essen darf oder nicht. Das ist etwas, was, wie ich finde, eine private Entscheidung eines jeden ist. Ich denke, dass die Philosophie des Zwanges und ideologischer Verbote durch Leute, die weit über das Ziel hinausgeschossen sind, und das ist der Fakt, um den es hier geht, nicht zu einer Stadt der Vielfalt und Toleranz wie Kassel passen. Und sehr geehrter Herr Decker, ich bin Ihnen dankbar dafür, dass Sie genau wissen, worum es geht. Sie kommen ja nicht nur selbst aus Wolfsanger, sondern offenbar ist die SPD in dieser Sache auch bereit, einfach die Kirche im Dorf zu lassen. Ich denke, das ist genau das, was wir jetzt brauchen. Wir brauchen hier keine sinnlosen Diskussionen. Und es ist völlig klar, Sie haben Änderungsvorschläge gemacht zu unserem Antrag. Die würden wir übernehmen. Das heißt also, wir hätten einen geänderten Antrag mit den Änderungen, wie sie der Kollege Decker hier genannt hat. Und ich denke, dann können wir von dieser Stelle auch ein vernünftiges Zeichen setzen in Bezug auf diese Diskussion zum Tag der Erde. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, ich hoffe, dass wir in Zukunft gerade über solche Dinge in diesem Maße nicht mehr reden müssen, wie das heute hier der Fall ist. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen? Herr Berg. Frau Stadtverordnetenvorsteherin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich sage jetzt nichts zu Wolfsanger und dem Antrag. Ich sage nur eins, was Sie hier abgesondert haben vor zwei Minuten, bestätigt mich in der Richtigkeit, dass unsere Wer mich aufregt, bestimmt ich selber. Sie gehören nicht dazu. Frau Vorsteherin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herr Dreyer, ich möchte hier auch mal zu dem, was Sie ja nicht zum ersten Mal hier vortragen, etwas sagen von der Diktion her, von der Gedankenkette her, von dem, was dahinter steckt, argumentativ und eigentlich ideologisch. Ihre Vorwürfe gegen die Bundeskanzlerin, gegen die Bundesregierung mit nicht zu tolerierenden Unterstellungen, die treffen mich als CDU-Fraktionsvorsitzenden zutiefst und die weise ich aufs Heftigste zurück. Und Herr Dreyer,
Frage hier nochmal. Ich beobachte das immer, wenn Sie ans Mikrofon gehen, Sie fangen relativ gemäßigt an, dann steigern Sie sich ja förmlich in einen Rausch der Argumentation und immer endet es in einer Kette von Vorwürfen, die wir hier, glaube ich, alle im Parlament nicht ertragen können. Und ich fordere Sie auf, diese Anwürfe zurückzunehmen, weil es schwer für uns ist, weiter mit Ihnen in diesem Hause auf dieser Ebene zu argumentieren. Frau Schui. Nein, war Frau Bock. Dann war's. Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte nur einmal zu Herrn Dreyer zuerst sagen, es gab im letzten Jahr mehr als 800 Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte. Ich finde schon, dass man eine Bedrohung feststellen kann, der man sich auch entgegenstellen muss. Ich glaube, das hat aber viel was im Fall dazu beigetragen, dass sowas da nicht trauen. Ich hätte jetzt, wäre jetzt auch nicht so weit gegangen und hätte die AfD mit einer Wurst verglichen. Den Vergleich haben Sie jetzt selber genommen mit der Gegenüberstellung zu der Messe. Ich wollte aber eigentlich zu dem Tag der Erde reden. Wir stehen im Moment, oder eigentlich jetzt ja auch schon seit einigen Jahren, man hat es ja auch bei der Klimaanpassungskonferenz, da waren ja auch einige Stadtverordnete dort, wieder gehört, vor einer der größten Herausforderungen, um das Überleben auf dem Planeten zu sichern, nämlich dem Klimawandel. Die Klimaerwärmung geht immer weiter, man wird wirklich gucken müssen, wie man da was dagegen machen kann. Das betrifft, der Tag der Erde nimmt genau das auch als Thema mit. Das Hauptthema ist auch das Nachdenken über den Konsum. Weil natürlich der Klimawandel auch erzeugt wird in Industrieländern stärker als in Entwicklungsländern, die aber mehr darunter zu leiden haben. Ich finde ehrlich gesagt inzwischen, ich habe mir ja auch erst gedacht, okay, jetzt heute über die Wurst zu diskutieren, ist irgendwie ein bisschen die Folge zum generischen Staubach, teilen ja auch mehrere, wie schon deutlich geworden ist. Aber ehrlich gesagt finde ich fast, das ist eigentlich zeigt es ganz gut, wo wir da stehen, dass jetzt, es wird in 175 Ländern wird der Tag der Erde gefeiert, in ganz vielen Städten. Es geht darum, irgendwie gegen den Klimawandel zu kämpfen, für die Umwelt was zu tun. Und was ist das Signal, was aus Kassel kommt? Die wollen uns unsere Wurst wegnehmen für einen Tag. Und das ist nicht unser größtes Problem, das wir da haben. Und die kann die ganze Zeit weiter gegessen werden. An diesem einen Tag aber mal zu sagen, wir denken über den Konsum nach. Also auch wenn es ursprünglich vielleicht aus Platzgründen war. Ja, eben. Sonst sind sie überall erlaubt. Ich sage es auch nochmal durchs Mikrofon. Ich finde, man könnte als Stadt überlegen, ob man mehr Straßen zur Verfügung stellt. Wenn tatsächlich die Veranstalter überlegen müssen, ob sie Kulturinitiativen, Umweltinitiativen, Stände wegnehmen oder Wurstverkäufern, dann finde ich die Entscheidung der Veranstalter da auch durchaus sehr berechtigt. Ja, und deswegen, ich finde, da sollte man auch ein bisschen drüber nachdenken, was man dann irgendwie, welches Signal man da aus Kassel auch geben will oder was der Schwerpunkt dieses Tages auch ist. Herr Werther. Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Herren und Narren. Großer Streit in unserer Erde, anders ist der Tag der Erde. Fleischwurst soll der Kassler feiern, wegen Steiflicht, Einschränkungen bei Eiern. Ist das denn nun der große Ferevel, den die CDU mit Pech und Schwefel auszutreiben sucht in dieser Sitzung? Unvorstellbar eine Welt, wo noch nicht mal gegen Geld die gegrillte Bratwurst fehlt. Nicht vom Schwein, nicht vom Kalb und nicht von Pferden. Doch zum Glück des Tag der Erden wollen wir weder Kultur noch Freiheit hier gefährden. Denn wer das Fest organisiert, entscheidet auch, was dort passiert. Genau. Naja, das war jetzt etwas deplatziert, weil die närrische Stadtverordnetenversammlung kommt erst noch. Herr Düsterding. Aber ohne Helaube.
Empore. Also ich persönlich habe immer so meine Schwierigkeiten, an einem vernünftigen Schnitzel mit Pommes vorbeizukommen. Ich achte aber den freien Willen und die freie Entscheidung derjenigen, die für sich ernährungstechnisch eine andere Entscheidung getroffen haben, weiterhin treffen werden. Vor dem Hintergrund achte ich auch die Entscheidung des Veranstalters. Und der Zusammenhang von Frau Merkel und der nordhessischen Bratwurst, der erschließt sich mir nicht. Aber, und das sage ich hier auch mal ganz klar, die Kasseler Linke, die Fraktion der Kasseler Linken, begrüßt ausdrücklich die Entscheidung des Oberbürgermeister Hilgen, von der Frühjahrsmesse fernzubleiben und entsprechend den Eigenbetrieben auch diese Empfehlung mit auf den Weg zu geben. Ist auch noch da. Also die Sitzung zeigt, dass der Bratwurstkrieg hier in Kassel in vollem Gange ist. Nein, keine Probleme. Im Ergebnis kann ich das nicht nachvollziehen, mit welcher Schärfe der hier diskutiert wird. Ich habe schon den Eindruck gehabt, dass ein Stück weit der generische Stabo hier vorgeholt wird. Und deshalb kann ich das schon verstehen, was der Kollege Bergott hier gemacht hat. Und so muss in Kassel wirklich sehr gut gehen, wenn offenbar Bratwurst oder nicht Bratwurst ein Thema ist, das die Menschen hier so bedrängt, besonders hier in der Stadtverordnetenversammlung. Ich will nochmal darauf zurückkommen, was das eigentlich ist. Es ist kein normales Volksfest, sondern der Tag der Erde und Veranstalter sind Umweltverbände. Und ich finde es deshalb richtig, dass die auch einen inhaltlichen Schwerpunkt dort setzen wollen, dass sie eben auch mit diesem Auswahl von Ausstellern darauf hinweisen wollen, dass eben der Fleischkonsum hier bei uns durchaus Auswirkungen hat auf die Umweltzerstörung, auf die Vernichtung der Lebensgrundlage hier bei uns. Und deshalb kann ich das nachvollziehen, dass dort gesagt wird, wir wollen also jedenfalls mal in diesem Jahr ohne Fleisch dort auskommen. Was ich ein bisschen kritikwürdig fand, ist die Art und Weise, wie das begründet worden ist. Ich hätte mir gewünscht, dass dort klar gesagt wird, ja, dass sie klar sagen, das ist der Tag der Erde, die Fleischproduktion und der Fleischkonsum zerstört unsere Lebensgrundlagen und auch darauf hinzuweisen, soll hier kein Fleisch angeboten werden. Da hätte ich mich gefreut, wenn das klar gesagt worden wäre. Stattdessen wurde ich zurückgezogen, da ist es wenig Platz da und deshalb machen wir das. Man nimmt damit der eigenen Argumentation etwas sehr viel Kraft. Insgesamt denke ich aber, können wir den ursprünglichen Antrag der CDU, der nicht mehr existiert, auch nicht in der Form zustimmen, den der Herr Decker hier vorgetragen hat. Es ist ein privater Verein, das haben Sie ja selber hingewiesen. Wenn ich Gäste einlade zu mir nach Hause, ja, sage ich, dass man so gibt, das auch nicht immer Fahrt. Ja, man findet es ja was anderes und meine Gäste empfinden das nicht so, dass sie jetzt nicht mehr essen können, was sie wollen, so wie es in dem Antrag steht. Ja? Also wer den einen lädt, der entscheidet ein Stück weit auch. Man nimmt ja Rücksicht auf die Gäste, ist ja klar, aber man entscheidet schon dann selber darüber, was es da geben soll. Also insgesamt, ich habe es jetzt gehört, also, du machst nicht nochmal eine Pumpe, damit er was abgezogen wird. Also, meine Fraktion stimmt also auch dem der abgemilderten Antrag dann nicht so. Vielen Dank. Okay. Herr Dreyer. Sehr geehrte Kollegen in der Stadtverordnetenversammlung, sehr geehrte Zuhörer.
Sehr geehrter Herr Dr. von Rühl, ich achte Sie als einen Demokraten und Sie haben auch eine wahrscheinlich lupenreine demokratische Vergangenheit. Und das geht mir auch in Bezug auf alle anderen ehrlichen Demokraten, die keine problematische Vergangenheit haben. Die AfD ist eine Partei, die für die Einhaltung des deutschen Grundgesetzes eintritt, und zwar in einer sehr wortlautigen Auslegung. Und aus diesem Grunde habe ich halt mit Ihrer Vorsitzenden ein gewisses Problem. Dieses Problem ist das Engagement der Frau Merkel in der Jugendorganisation FDJ, des SED-Terrorregimes, wo sie im Alter von Mitte 20 noch Menschen für diese Ideologie auf Linie drillt. Nein, weil der Herr hier unterstellt hat, ich würde hier generell diffamieren. Nein, ich differenziere sehr stark. Und ich möchte auch hier in diesem Hause keinem überzeugten Demokraten in irgendeiner Weise mit meinen Aussagen zu nahe treten. Danke. Gibt es weitere Wortmeldungen zu diesem Antrag? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung über den geänderten Antrag. Wer dem geänderten CDU-Antrag zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Wer ist dagegen? Ich glaube nicht, dass uns die 3% kostet. Wer enthält sich? Aber wenigstens ist eine Taktik jetzt offen. Schön. Dann ist der geänderte Antrag bei Zustimmung von SPD, CDU, der AfD und des Herrn Stadtverordneten Nölke, bei Gegenstimmen der Kasseler Linken, einer Person der Freien Wähler und Piraten, der Stadtverordneten Burmeister und Ernst, bei Enthaltung von 2 Mitgliedern der Freien Wähler und Piraten, der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und Frau Stadtverordnete Dr. Janosch,